Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Es ist noch nicht vorbei. Junge! Geh mir auf den Sack. war das jetzt für unten, für die Tür, wo was das, was wir gehackt haben? Lenkraketen for the win. Ja, ich merk schon. Ist echt gemein. Ja. Da oben. Okay. Lalalalalala. Komm nicht an. Okay, musste ich sie zerstören. Alles klar. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Na, egal. Erstmal hacken. Hacken. Das Auto-Hacken nutze ich irgendwie nie, ne? Ich brauche einmal den und den. Oh, ich hoffe, hier ist alles frei. Ja, okay, alles fit, okay. Zack, zack, zack. Ich brauche noch mehr von diesen länglichen. Genau, von den waagerechten. Okay, ho. Oh. Ah, herrlich. So, ich habe 81. Splittergranaten kosten ziemlich viel. Das ist ein bisschen doof. Ich bräuchte auch noch mal ein paar neue Verbandskästen. Schrot habe ich genug. Pistolenkugeln bräuchte ich auch noch mal ein bisschen. Gönnen wir mal 3 Splittergranaten, dann kann ich mir noch 2-mal Pistolenmuni holen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das Geld so rauszuschmeißen, sag ich mal, aber na egal. Einmal genau nachladen. Finde ich nicht die Kamera? Ja, oder ist nichts drin, okay. Nachgeladen, 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 alles klar. Die kann ich aber hacken. Alles klar. Mache ich das mal so. Der ist gut schon, okay. Hier ist ein länglicher. Noch ein länglicher. Den brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche jetzt einmal den, der runter geht. Genau. Dann einmal den. Und dann nochmal so. Zack. Alles klar. Splittergranate, nice. Ist natürlich schön, wenn man schon mal Splittergranaten ein bisschen findet. Mach mal die Kamera nach rechts. Warum? Mein Leben sieht man gar nicht. Stimmt, ich sehe es gerade jetzt. Bin voll mit Schrot, echt? Nice. Ja. Lag. Jetzt hat's kurz gelaggt. Jetzt habe ich kein Vollbild mehr, Alter. Willst du mich verarschen? Hä, der Vollbild ist aus. Hä? Ja, der Vollbild ist an, meine ich. Fenster ist aus. Zack. Zack. Im Shop sieht man auch nicht alles. Oh. Ja, gut, okay. Jetzt kommen die Lags gerade, Leute, weil ich gerade wieder auf Vollbild stellen muss. Ja, danke. Okay. Ja, ich merke das jetzt erst. Also, es ist gut, dass du mich daran erinnerst, Eli. Oder gut, dass du es sagst. Ich glaube, beim Schnitt oder so, wenn ich das auf YouTube dann schneide, oder für YouTube dann schneide, so. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Spätestens beim Schnitt, glaube ich, hätte ich dann gemerkt, was das... dass die Kamera da ein bisschen falsch ist. Okay. Ich wusste nicht, wo das Leben ist. Lol, dann hätte ich schon was gesagt. Ja, ich hab halt... Ich guck die ganze Zeit nach da, so, ne? So zwischendurch. Also, da bei euch, unter der Kamera ist mein Bildschirm.
der der OBS drauf hat. Au. Telekinese. Komm, schieß noch einen. Genau, schön. Putz. Arsch. Und ich guck da ständig hin. Halt, und ich hab nicht gecheckt. Yo, da... Die Kamera ist über... den Dings. Ja, Leute, ich fühle mich ein bisschen schwummrig. Und ihr? Okay, geh wieder. Das ist jetzt unfair. So. Spasti. Kann ich... Hä? Ich kann nur manchmal... Ach nie... Ach so. Oh. Ja. Ich kann sie nicht hacken. Alles klar, dann kommt die Pistole. Okay. Muni. Granatenwerfer-Muni. Safe hacken. Alles klar. Eigentlich müsste hier bei Safe ja dann knacken kommen, ne? So rein logisch gesehen. Dann mal den nach oben bitte, genau. Okay, der ist da schon mal perfekt. Ich nehme mich nochmal den mit. Ich sage einmal hier runter, nach dort. Dann habe ich ja hier schon die zwei länglichen. Nice. Was ist drin? Oh, Antiperson, wärmesuchend und 23 Dollar. Oh, wärmesuchend ist wahrscheinlich für den Granatwerfer, ne? Ja, nice. Ist cool. Und ich habe hier... Doch nicht? Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Ja. Ist ein guter Plan. Was habe ich hier hinten? Schrotmuni, ne? Genau. Komm, dann kann ich ja eigentlich erstmal ein bisschen die Schrot nutzen, ne? Nicht so viel Muni dafür hab. So, die Kamera hier. Hier war ja gar keine Kamera, ne? So. Leute, ich fühle mich wieder ein bisschen benebelt. Okay. Was haben wir hier noch so? Oh, da. Verbandskasten, Kontaktmine und Verbandskasten. Sehr nice. Sowas finde ich doch immer gerne. Hey. Die zittert noch. Erstmal die Toilette benutzen. Komm, einmal kurz auffüllen. And there is a little sister and a big daddy again. Oh. Oh. Sehe ich wahrscheinlich gleich. Das hatte ich schon, genau. Hier war die Kamera, glaube ich, ne? Ne, ach, hier bin ich. Okay. Kamera ist auch nichts mehr. Wirklich? Hast du das nicht gehört? Ah, das Gerumse? War das eine Big Daddy? Ah. Okay. Ey, kommen so viele verschiedene Geräusche ständig. Das ist nicht unbedingt ganz klar, ob das jetzt ein Big Daddy ist oder nicht. Aber diesmal vergesse ich es nicht. Ich habe eine Fähigkeit. Die Big Daddies unter meine Kontrolle bringt. Kuchen mit Cremefüllung. Das ist geil. Was haben wir hier? Untersuchen. Schmugglerkiste. Nichts, nichts. Schrot brauche ich auch nicht mehr. Ich bin voll mit Muni, außer... Weißt du? Pistolenkugeln. Man hat eine... Echt? Man hat sie reden hören? Echt? Hab ich nicht mitbekommen, echt nicht.
Hallo? Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Glaub nicht alles, was in der Bibel steht. Er nimmt der kleinen und schwachen Kinder an, denn er ist... Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen. Okay. Splicer erforscht, Achievement. Splicer Fortschritt B? Forschungsbonus. Ah, jetzt grabe ich mir Schaden an Splicern. Eins von drei Fotos gemacht. Wahrscheinlich, es gibt ja verschiedene Splicer-Arten, ne? Ah, Kamera ist jetzt... Oh, Kamera ist jetzt eine Waffe. Alles klar. Oder es war mein Headset wieder was zu extrem eingestellt. Ja. Ah, nein. Oh nein, warte. Leadhead Splicer. Erhöht das Schaden. Bei Leadhead Splicern, ja. Wie viele Fotos habe ich jetzt gemacht? Ich kann sie auch nur lebendig fotografieren. Ah. Du glaubst, du kennst mich? Ja. Würde ich schon so sagen, dass ich dich kenne. Ja, doch, doch. Bisschen. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Hatte ich hier gerade was? Hallo? Ah. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Was habe ich da für einen Splicer? Noch Leaderhead-Splicer. Bonus, mehrere Motive. Nerven dieses verdammten Sicherheitskameras, markieren sie ihre Feinde mit unseren photoelektrischen Insekten. Und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde. Holen sie Security Bullseye noch heute. Ah. Will ich aber, glaube ich... Ich pack das Winterblast weg, das bringt gegen Dings eh nichts. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Ja, das kann ich auch durchs Hacken machen. Verdammtes Ding! Aber jetzt noch einfacher, oder wie? Alles klar, okay, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Parasiten wollen sich hier einnisten. Wir müssen die Grenzen sichern. Wir müssen sie zurück. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Oh. Jetzt trefft doch auch mal, Leute. Ey, seid ihr zu dumm? Oh, er ist tot. Okay. Ich hab nichts gesagt. Was habe ich da jetzt? Rosie! Warum gibt mir das nur ein C? Erhöht das Schaden. Rosies sind anfällig für panzerbrechende Munition. Okay. Eine Erwischspritze brauche ich jetzt nicht. Hier habe ich doch irgendwas. Ah. Diese kleine Seeschnecke. War das entscheidende etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie half nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Geld und noch was anderes. Hm. Was? Munitionsautomat. Alarm,
Erstmal hacken. Hacken. Oh, Kacke, dann muss ich das jetzt hier lang führen. Immer so, dann da hoch. Dann da hoch. Der Weg hier ist frei, alles klar. Dann packe ich es da hin. Jetzt den da, das da, das da. Nice. Es kostet immer noch alles so viel. Ach, die Person brauche ich nicht. Pistolenkugel bin ich auch voll. Ich glaube, ich hole mir noch mal die restlichen 3 Granaten. Eigentlich brauche ich hiervon gar nichts. Merke ich gerade. Aber okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht so von wichtigen Dingen ein Foto zu machen oder so. Ich kenne mich, ich werde es irgendwie vergessen. Was ist die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass es schleunigst hier verschwinden. Kann ich eine Kamera fotografieren? Lol. Lol. Ödler Schaden plus. Gegen panzerbrechende Munition. Alles klar, habe ich doch, oder nicht? Geschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken. Sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Sie haben Angst vor Fontänen? Okay. Wo muss ich jetzt? Jetboss bitte und... Judas! Hey. Ein B. Dieb verleiht ihn... Oh, neues Tunikum bekommen. Im sechsten Sinn, sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, dass sie hätten ein, was? Sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Dann mache ich, glaube ich, das. Ich bin einfach einsam. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist ein gutes Motiv. Okay. Film? Ah, oh, ich, oh, Ja, es geht nur durch Hacken. Ja, ich glaube, das mache ich, dann hacke ich mal eben. Einmal danach da oben, genau. Ach komm, dann mache ich das einmal so. So. So, so. Und noch ein paar. Genau. Ach, hier unten. Zack, fertig. Film. Hol ich mir mal ein paar mehr. Ja, und dann bin ich soweit eigentlich. Komm ich da auch wieder raus? Ja, komm ich. Geh ich mal kurz hier rein. Sehe Dinge, die ich sonst übersehen hätte. Oder, ich hab das doch jetzt ausgerüstet, ne? Ich bin der Meinung, ja. Oh. Ups, sorry. Ich wollte dich, ups. Ich hab dich aus Versehen umgebracht. Sorry. Ich hab voll die Lags gerade, Alter. Holy moly. Ich hab Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in der Zone mit Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, es ist leise. Nur Zinnrohre.
Ja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Warum nicht? Ja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am Ding. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.